Und da fängt der Ukraine-Konflikt an, oder? Es wollte einfach nicht aufhören. Aber ich glaube, wir haben gar keine Wahl. Wir müssen mit diesen Unsicherheiten umgehen. Und wenn wir auch ein bisschen dem nachgehen, dürfen wir aber auch festhalten, uns geht es eigentlich trotz allem recht gut. Ich glaube, Corona hat Spuren hinterlassen, vor allem in persönlichen Beziehungen, bei gewissen Leuten und so. Aber grundsätzlich, wenn man es wirtschaftlich anschaut, wir sind da ja am Wirtschaftsforum, da dürfen wir doch sagen, dass die staatlichen Massnahmen, einerseits die Kurzarbeitsentschädigung auch mit der Erhöhung und andererseits der EO, Erwerbsersatz, zusammen mit den Härtefallentschädigungen, dass das doch sehr viel dazu gebracht hat, dass die Wirtschaft, die wirtschaftlichen Einbrüche und auch die persönlichen Notlagen doch können abgemildert werden. Aber jetzt dann im Bereich Unternehmensförderung, im Bereich Wirtschaft über Gemeinde? Ich denke nicht, dass es aber das Problem, neue Arbeitsplätze zu schaffen, ist, dass wir überhaupt genügend Landreserven haben. Also wenn wir Anfragen haben von grösseren Unternehmen, dass sie gerne möchten auf Grafiken ziehen, dann fehlen uns schlichtweg die Reserven. Und das wird allenfalls eine Möglichkeit oder eine Herausforderung sein in der nächsten Legislatur, zusammen mit der Umsetzung des Raumentwicklungskonzepts, dass man langfristig zusätzliche Landreserven schafft, damit man für grössere Unternehmen, die sich möchten ansiedeln im Zürcher Oberland, dass das für sie möglich ist. Herr Rux, Sie sind der Chef der ZKB von unserer Bank hier in Pfäffiken. Sie sind ja immer auch am Puls vom Gewerbe und immer im Kontakt mit dem Gewerbe. Was machen Sie eigentlich für das Gewerbe und für die Firmen und für die Unternehmen? Ja, die Unterstützung vom Gewerbe ist natürlich bei uns sehr stark im Leistungsauftrag in diesem Sinn verankert. Also, wenn wir ein bisschen früher schauen und jetzt schon mal in den Sponsoring-Bereich reingehen zum Beispiel, dann ist es für uns sehr wichtig, dass wir wirklich sehr breit können unterstützen können. Das können grössere gewerbliche Einheiten sein, das können auch kleinere sein, das können auch einfach kleinere Vereine sein in dem Sinn, die uns anfragen und irgendwelche Beiträge und Unterstützung. Und da ist es für uns sehr wichtig, dass wir wirklich sehr differenziert auch können, verschieden können unterstützen können, in welchem Bereich auch immer. Viele Rohmaterialien sind die Kosten explodiert. Also wir zahlen das Vielfaches für das Rohmaterial und wir können die nur teilweise in dem Sinne weitergeben an unsere Kunden. Wir müssen das aber natürlich auch machen. Dann haben wir in dem Sinne den Ukraine-Krieg. Wir haben unsere sämtliche Aktivitäten in Russland eingestellt. Das ist 2-3% von unserem Jahresumsatz. Dann haben wir gerade einen Lockdown in Shanghai, wo China ist ein sehr wichtiger Standort für uns. Und, ich meine, es steht kein Recht, also wenn man dann hier von der Schweiz reden, geht es uns allen also noch sehr gut. Und wenn man mit, mit meinen Kollegen in Shanghai, also die haben jetzt seit anderthalb Monaten einen Lock, also die sind eingesperrt in ihren Wohnungen und können kaum Essen können beschaffen. Und wir mussten dann schauen, als Beispiel, wo wir Kleinbestellungen haben, sind gar nicht mehr gegangen, dass die Firma eine Grossbestellung machen konnte und versuchen, noch das Essen an Mitarbeiter zu verteilen, die in ihren Wohnungen eingesperrt sind. Und ich sage, das hat natürlich dann auch wieder Auswirkungen auf eben Lieferzeiten und Transportkosten und so weiter. Und darum, ich glaube, grundsätzlich geht es uns weiterhin gut, weil wir in attraktiven Märkten sind, aber das wirtschaftliche Umfeld ist jetzt schon wieder sehr angespannt und die Inflation ist galoppierend, sage ich einmal, und das wird dann auch wieder Auswirkungen haben mittelfristig.